denken. So denken, das ist, was nach manchen das ist, was den Menschen vom Tiere unterscheidet. Nach jedoch untertänigen Ansichten, welche das Natürliche tunlich untern, dann ist Mensch untergegangen im Gang. Vergangen ist Mensch dann im Gang aller Dinge. Gefährlich verfahren sind solche Wesen dann da, welche Menschen heißen. Das Denken ist dann das, was solche verfahrenen, vergangenen, verständigen, so vernünftigen Wesen von solchen Versehrungen entsehrt. Bis es unversehrt ist, bis es heil ist im Gang aller Dinge. Dann ist es unnötig. Dann sind Wesen im natürlichen Treiben scheidlich beisammen. Was Wesen, welche in unterscheidungstreffenden Verschiedlichkeiten verankert, versehrt, verglichen sind, löst. Entsehrt ins Unversehrliche. Das Denken ist also ein Akt, welcher da ist, so natürlicher Trieb vertrieben ist, so Wesen im Unwesentlichen versunken sind, so Wesen in Not geraten sind. Dann ist also das Denken ein Akt, welcher Mensch welcher Menschen in Not wenden macht. Dass Mensch dann so töne, dass Stimme dabei unerschöpfliche Schöpferkraft ist. Wo Mensch Dinge nötig hat, ist Mensch in Not. Wo Menschen Menschen nach Noten richten, ist Mensch in Not. So Mensch Klang notet, ist Mensch in Not. So Mensch Schein nötet, ist Mensch in Not. So Noten Scheine das Handeln beeinflussen, ist Mensch in Not. Geist. Begeisterte sind im Seelischen verschlafen. Wache Seelen sind unverschlafen, sind unumgeistert. Unfalllogik, Loslogik, logiklos. In grammatikalischen Verhältnissen steckt Logik in gerichteten Fallen fest. Das Los spricht nach grammatikalischer Belehrung das Wort in eine Ohnmacht. Schamlos deutet danach unschamt. Jedoch logisch einseht, ist das deutlich falsch. Unverschämt ist das Schamlose weislich. Das Verschämte ist das Schamverklemmte. Verklemmungen hemmen Triebe, sodass das Harmlose verharmt. Was Menschen in gefährliche, so leidliche Situationen einschließt. Macht ist da los, so Kraft ungesetzt, ungerichtet im Fluss ist. Menschen, welche Unfall Angst haben, stecken in Fallen fest. Das Wort Unfall deutet, dass etwas ohne Fall ist. Unfallfragen sind Fragen, welche keine Fallen stellen. Eine oft gestellte Fallfrage ist die Frage nach dem Gefallen. Gefalle ich dir?
Hat es dir gefallen? Solche Fragen verheddern Menschen in gefällte Verhältnisse. Das klingt unvernünftig, jedoch ist Vernunft eine Fallenstellung, welche nach gesicherten Verhältnissen, gesicherten Erfahrungen orientiert ist. Klar ist solches, so ich das Stammwort klariniere statt dekliniere. So Mensch in Fahrt ist, ist Mensch im Fluss. Erfahrung deutet nach dem Gebrauchsdeutsch eine Fahrt, welche gewesen ist, also gefahren ist. Vernunft also etwas, so Mensch befahrene Fährten fährt, welches sehr gefahrene Fährten sind. Logisch sind nun solche in Gefahr, welche Gefahren fahren. Mensch ist im Fahren dann vergangen. Was macht, dass Mensch im Fahren verfahren ist? Verfahrenstechnik, also eine gefährliche Strategie, eine gefährliche Fahrt, welche das Fahren gefährlicht. Schönen Dank. Ich mache nun Schluss heute.